susretna je bio tako lijep. Koljetna noć kad sniva sam, osmijeh tvoj još uvijek pamtim ja, i svaku riječ još uvijek znam. Nježnim glasom zvala si me, Ksimeroni, Ksimeroni, ime to još uvijek zvoni, Ksimeroni, Ksimeroni. Pjesmu tu još i sad čujem ja, sjeća me na tvoj zavičaj, na tvoj lik i meke ruke. Wir sind jetzt im Museum. Asklepios. Hier befanden sich ursprünglich Gästehäuser, Baderäume, Speisesäle. Am Anfang stand die rituelle Reinigung. Schwangere und Sterbende waren außerhalb des Heiligen Bezirks wohl in der Säulenhalle des Koitos untergebracht. Badekuren und Massagen wurden verordnet, wofür man Trinkgelder gab. Sie waren zugleich Opfergabe. Hypnose und Handauflegen wurde von den Priesterärzten angewandt. Fasten wurde in bestimmten Fällen verordnet. Der Heilschlaf im Abaton begann geheimnisvoll im Schein flackernder Öllampen und Fackeln. Wenn der Gott nahe schien, löschten die Priesterärzte die Lichter. Ob Drogen zur Unterstützung der Traumepiphanien angewandt wurden, ist fraglich. Man fand Pfeifen, die man als Haschischpfeifen deuten wollte. Feuerbecken zum Verbrennen duftender Kräuter hat man gefunden, wie auch Gefäße für Medikamente. Man fand auch Weiheinschriften, die uns ein plastisches Bild des antiken Chorbetriebs vermitteln, wie etwa die eines gewissen Apelles aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Wie ich zum Heiligtum fuhr und mich der Insel Ägina näherte, erschien der Gott und bestellte mir, ich solle mich nicht immer so sehr ärgern. Als ich im Heiligtum ankam, bestellte er mir wieder, bei Regenwetter meinen Kopf zu bedecken, mich ohne die Hilfe eines Dieners zu waschen, im Gymnasterium zu trainieren, Brot, Käse und Sellerie und Kopfsalat zu essen, Zitronensaft und Milch zu trinken, spazieren zu gehen und die Opfer nicht zu vergessen. Schließlich befahl er mir, dies alles auf einem Stein aufzuschreiben. Ich verließ das Heiligtum geheilt und dankbar dem Gott. So schaute es früher hier einmal aus. Hier sehen wir unter anderem den Tempel des Asklepios. Hier werden Rekonstruktionen durchgeführt. Hier sehen wir das antike Stadion von Epidauros.
Hier wird das Stadion rekonstruiert. Man sieht nicht mehr viel. Man muss Griechenland mit der Seele suchen. Von Epidaurus sind wir nun nach Nauplia gefahren und machen hier einen kleinen Stadtbummel in der Altstadt. Am Hafen. Die alte Festung Puzzoli. Unser Spaziergang führt uns auf die Klippe von Nauplia. An den Felswänden wachsen Kakteen. Blühende Kaktusblätter. Von hier oben hat man eine fantastische Aussicht. Um diese Halbinsel sind wir vorhin herumgegangen. Und jetzt bin ich alleine auf die andere Burg gestiegen. Ich habe jetzt den höchsten Punkt der Festung erreicht. Höher hinauf geht es wirklich nicht mehr. Aber für den mühsamen Aufstieg lohnt sich die fantastische Aussicht. Ein Wehrgang auf der Burg. Hier sehen wir zum Abschluss nochmal den Eingang der Burg. Wie wir sehen, ist es eine venezianische Festung gewesen. Heute ist Montag und hier machen wir gerade einen kleinen Spaziergang noch einmal durch nach Lyon. Auf unserem Spaziergang stehen wir jetzt auf dem Marktplatz. Wir haben hier eine sehr schöne Aussicht. So sah es einmal im Innern des Parthenon aus. Der Parthenon ist der große Tempel auf der Akropolis in Athen. Und das ist das, was heute davon übrig geblieben ist. Und das war einmal das Erechtheion auch auf der Akropolis. Den Abend beschließen wir mit einer schönen Flasche Wein. Heute ist Dienstag, wir sind von Nauplia weggefahren und befinden uns jetzt auf dem Weg nach Kalamata. Bevor wir ins Taietos-Gebirge aufsteigen, sehen wir nochmal zurück auf Nauplia. Hier die Insel Bursi, ganz in der Ferne.
und rechts daneben die Burg. In gewaltigen Kehren zieht sich die Straße bergauf und wir können einen fantastischen Rundblick genießen. Durch schöne Gegenden fahren wir Richtung Kalamata, aber zuerst kommt Sparta. Plötzlich geht eine Schildkröte vor uns über den Weg. Auf der Straße von Sparta nach Kalamata. Abstieg nach Kalamata. Wir trafen uns im Sonnenschein. Kalamata. Und sie schwenkt bis links runter.
Und dann sind wir in Kalamata. Von Nafplion führt uns heute unser Weg nach Tripoli, Sparta, nach Kalamata. Wir sind jetzt auf einem Campingplatz bei Aik Nikolas oder so ähnlich. Auf jeden Fall haben wir von hier aus eine prima Aussicht auf das Meer. Heute ist Donnerstag, der 16. Mai 2002. Wir befinden uns wieder auf der Straße von Kalamata nach Sparta. Thomas hat gesagt, dass ich mitteilen soll, dass Bayer Leverkusen gegen Real Madrid 2-1 verloren hat, damit ich etwas Zeitgeschichte in den Film bringe. Wunderschöne Aussicht und wunderschöne Bergwelt des Tayetos-Gebirge erwartet uns auch heute wieder. Die Strecke Kalamata-Sparta gehört zu den landschaftlich schönsten Strecken des Peloponnes. In steilen Kehren windet sich die Straße in die tiefste Schlucht des Tayetos-Gebirges. Im Reiseführer haben wir gelesen, dass der gute griechische Schafskäse, der hier serviert wird, aus Dänemark oder aus Deutschland importiert wird, weil die Herstellung dort billiger ist. In Griechenland werden die Ziegen und Schafe nicht gemolken. Der einzige Verdienst der Hirten besteht darin, dass die jungen Böcke und die jungen Ziegen verkauft werden. Die Wolle der Schafe wird nicht verwendet, weil sie kaum einen Wert hat. Die Schafe werden zwar geschoren, aber nur deshalb, damit sie im Sommer nicht so arg schwitzen müssen. Von solchen Felsen herab haben die alten Spartaner ihre Kriegsgefangenen geworfen und auch Kinder, die ihrer Meinung nach nicht lebensfähig waren. Wir sind es ungefähr 20 Kilometer vor Kalamata. Ich berichtige Sparta.
Vor uns liegt nun die Ebene von Sparta. Hier befinden wir uns bereits in der Anfahrt auf Mystra. Mystra ist eine alte byzantinische Stadt, die nacheinander von den Venezianern und den Türken besiedelt wurde und auch besetzt. Heute ist sie eine Totenstadt. Nur noch wenige Kirchen werden bewohnt. Vor uns sehen wir den Despotenpalast. Die Geschichte von Mystra, wo wir jetzt sind, beginnt im 13. Jahrhundert. Im Jahre 1248 erbaute sich der fränkische Fürst Guillaume de Villehardouille hier auf einem Ausläufer des Tajedos eine Festung, von der er aus 10 Jahre lang den größten Teil Südgriechenlands beherrschte. Wir befinden uns jetzt hier in dem Haus des Militärkommandanten, des Despoten von Mystra. Die Häuser waren meistens 2- oder 3-stöckig, der Grundstock, das Erdgeschoss und darüber 1 oder 2 Wohnräume. Der Bauplatz war hier sehr preisgünstig, sonst wäre er unbezahlbar gewesen. Hier das Haus von außen. Einst nannte man es das Frangopolus-Haus. Hier sehen wir das Frangonassa-Kloster. Es wurde um 1430 von einem byzantinischen Minister gegründet und wird heute noch von Nonnen bewohnt. Die Klosterkirche ist eine der schönsten von ganz Mystra und zeigt deutlich fränkische Einflüsse. Besonders sehenswert sind die Marmorsäulen und die Fresken. Kleine Votivtäfelchen.
Von dem Kloster Hagios Nikolaos sehen wir in der Ferne Sparta. Hier lag das sagenumwobene Sparta. Und dann haben wir es endlich geschafft. Auf rauen Wegen zu den Sternen. Wir sind beim Palast auf der Spitze des Berges. Wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt. Höher hinauf geht es nicht mehr. Dafür werden wir durch eine grandiose Aussicht belohnt. Mit diesem schönen Blick auf Mistra verabschieden wir uns. Wir sind jetzt bereits auf dem Abstieg. Hier nochmal ein Blick zum Kloster Pantonassa. Heute ist Freitag. Und wir sind hier auf einer kleinen Rundreise, ungefähr 3 Kilometer vor Pylos. Hier noch einmal Pylos. In der Bucht von Navarino fand am 22. Oktober 1827 die Seeschlacht zur Befreiung Griechenlands statt. Bei Pylo, die Bucht von Navarino. Hier nochmal ein kleiner Blick zurück auf Pylos und die Bucht von Navarino. Kilometer nördlich von Pylos liegt auf einer Anhöhe ein Palast aus der mykenischen Zeit, 1300 vor Christus, der Palast des Nestors. Die Ausgrabungen befinden sich hier. Die Wände bestehen aus Stein und aus Lehm. Nestor war ein König aus dem Trojanischen Krieg, der schon bei Homer erwähnt wurde. Wir befinden uns hier im einstigen Thronsaal, so wie er ursprünglich ausgeschaut hat. Und das hier ist noch vorhanden. Das war die Stelle, wo das heilige Feuer gebrannt hat. Die Eindrücke im Boden waren Säulen. Und hier stand einmal der Thronsaal. Im Palast fand man auch einen Baderaum. Hier sind die Vorratsbehälter für das Wasser. Die badende Person wurde von Dienern mit Wassern überschüttet. Das überflüssige Wasser ist durch diese Abgüsse hinausgeflossen. Hier sehen wir den Fußboden der ehemaligen Halle der Königin. Der ganze Palast war nicht mit Mauern umgeben, weil man das damals nicht gebraucht hat. Hier befanden sich die Toilettenanlagen. Hier vorne sehen wir einen ehemaligen Wachturm und dahinter wieder der Thronpalast.
und die anderen Grundmauern aus Lehm und Steinen des Palastes. Und das war die Aussicht vom Palast. Unverbaubare Aussichtslage. Die Bucht von Navarino. Pylos liegt dort hinten. Wir sehen hier einen Mandelbaum. Und so sehen die Mandeln aus. Die Nüsse werden geknackt mit der Rebschere. Und wenn man sie aufgeschnitten hat, sieht das dann so aus. Die schmecken gar nicht mal schlecht. Solche Fresken waren einst mal an den Wänden. Auch den Rest eines Greifes fand man. Vor 3300 Jahren wurden solche Kunstwerke hier geschaffen. In der Nähe sieht man auch dieses mykenische Tholos-Grab. Wir stehen hier im Innern des Kuppelgrabes. Es ist ein Gewölbe aus mykenischer Zeit. Der Blick von außen. Heute ist Samstag, der 18. Mai, und wir befinden uns jetzt. Von Kalamata aus sind wir nach Messene gefahren. Hier sehen wir Artemis, auch die Göttin der Jagd genannt, Diana. Eine wunderschöne Arbeit. Eine römische Kopie eines Originals aus dem 4. Jahrhundert. Ein Grabmonument. Hier ist ein wunderschönes kleines Museum mit sehr schönen Ausstellungsgegenständen. Diese Statue stellt die eines Mädchens dar, das man Mego nannte. Die Eltern dienten als Priester. Sehr viel Wert legte man in der Antike auf die Gestaltung des Faltenwurfes. Die antike Stadt Messeni ist noch nicht ausgegraben. Auch hier war einst ein Äskulapheiligtum, das enge kultische und künstlerische Beziehungen zu Epidaurus hatte. Von dem alten Asklepios-Heiligtum ist ansonsten nichts weiter bekannt. Der Eingang zum Asklepion. Links neben dem Eingang zum Asklepion gab es eine quadratische Halle. Hier sieht man noch die Sitzreihen für die Priesterschaft. Hier sehen wir ein Architrav des Asklepios-Heiligtums. Die Stadt wurde 369 vor Christus gegründet. Aus dieser Zeit stammt die heute noch sichtbare Befestigungsmauer. Bis zum Goteneinfall 395 nach Christus blühte Messene als Haupt eines Staatenbundes messenischer Städte unter der politischen Vorherrschaft. Zuerst der Makedonier, dann der Römer. Im Mittelalter wurde das Areal verlassen. Ein Teil der Befestigungsanlage. Hier sehen wir nochmal den Eingang des Asklepions.
So sah das Asklepios ursprünglich einmal aus. Mit diesem Blick, aufgenommen im Museum, verlassen wir diese schöne Stätte. Wie heutzutage in Altötting werden auch zu dieser Zeit viele kleine Models hergestellt, die man an die Gläubigen verkaufen konnte. Hier sehen wir einen jungen Mann und eine junge Frau. Hier sehen wir die Rekonstruktion eines Tores der Stadtbefestigung. Die Stadtmauer war ungefähr 9,5 Kilometer lang und wurde im 4. Jahrhundert vor Christus erbaut. Hier haben wir zwei Grabmonumente und dahinter einen Wachturm, der zur Verteidigung diente. Es war in dieser Zeit eine Meisterleistung, solche riesigen Steinblöcke aufeinander zu schichten. Auch heute noch dient dieses alte Tor für die Zufahrt nach Messine. Auf kleinen Nebenstraßen fahren wir wieder zurück nach Kalamata. Ein schöner Tag geht zu Ende. Morgen fahren wir weiter nach Olympia. Heute ist Sonntag und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Olympia. Diese Aussicht hatten wir 4 Tage lang von unserem Wohnwagen aus. Heute ist Montag und wir besichtigen die ehemaligen Sportstätten von Olympia. Die Gegend hier ist wunderschön. Wir sind hier rechts neben dem Eingang bei der Palestra. Hier war ursprünglich das Trainingscamp der Athleten. Wir sind hier in der Werkstatt des Phidias. Phidias war ein großer Bildhauer und schuf unter anderem die 13,5 Meter hohe Statue des Zeus in dem hiesigen Zeus-Tempel. Hier nochmal die Werkstatt des Phidias von außen. Archäologiestudentinnen restaurieren die kümmerlichen Reste der ursprünglichen Verkleidung bzw. des Verputzes. Vor uns liegt jetzt das Ledaion. Hier war ursprünglich einmal Wasser enthalten. Das Ganze war eine sehr elegante Anlage für hohe Gäste. Man sieht heute noch, dass es hier einmal sehr schön gewesen sein muss. Hier befinden wir uns bei dem monumentalen Zeus-Tempel, der in den Jahren 470 bis 456 errichtet wurde. Er war architektonischer Höhepunkt der Baustelle. Im 6. Jahrhundert stürzte er durch ein Erdbeben ein. Hier sieht man noch die alten Säulenfragmente.
Sie sind einfach umgefallen und liegen heute noch so da. Hier sehen wir die Basis eines Säulenstumpfes. Der Tempel war 28 x 64 Meter groß und damit fast so groß wie der Pantheon in Athen. Der Zeus-Tempel war das größte Bauwerk in Olympia. Auf unserem Rundweg sind wir jetzt zum Bulatherium gekommen. Hier war einst der Rat, der Olympische Rat. Hier wurde auch bestimmt, wem Ehrenstatuen aufgestellt wurden. Und hier wurden auch die Beamten gewählt, die für die Verwaltung zuständig waren. Hier nochmals eine andere Blickrichtung zum Bulatherion, dem Sitz des Olympischen Rats. Hier noch einmal den Blick zu dem Ruinenfeld des Zeus-Tempels. Und dann kommen wir zum Eingang des Stadions. Hier sehen wir das erste Stadion der Welt, in dem sportliche Kämpfe ausgetragen wurden. Seit 700 vor Christus bis in das 4. Jahrhundert nach Christus hinein waren die Sportstätten in Betrieb. Das 310 Meter lange Stadion hat im Wesentlichen im 4. Jahrhundert vor Christus seine heute sichtbare Gestalt erhalten. Wettkämpfe und Wagenrennen wurden hier ausgetragen. Ursprünglich lag das Stadion 80 Meter weiter westlich. Es ragte also weit in den heiligen Bezirk hinein und die Vermutung ist anzusprechen, dass der heilige Ölbaum das Ziel der Rennen gewesen ist. Hier sehen wir den Platz für die Kampfrichter. Ihnen gegenüber ist ein Altar für die Priesterin Pymäe, die als einzige verheiratete Frau den Spielen zuschauen durfte. Das waren die antiken Startschwellen. Hier war der einzige Eingang. In der Nähe des Hera-Tempels. Hier stehen wir bei dem Metron, einem Anfang des 4. Jahrhunderts vor Christus erbauten dorischen Ringhallentempel mit 6x11 Säulen. In römischer Zeit war er Augustus, Sohn Gottes und Retter Griechenlands, geweiht. Es ist uralter heiliger Boden. Der Tempel war der Göttermutter Meter Theon geweiht. Hier wurden 5 Statuen gefunden, unter anderem die Figur des Kaiser Claudius, die im Museum ausgestellt ist. Hier oben sehen wir das Schatzhaus von Sikion, das gleich neben dem Metron steht. Und dahinter befindet sich das Stadion. Hier sehen wir den um 600 errichteten Hera-Tempel. Es war einst das monumentalste Bauwerk in Olympia. Die Säulen waren ursprünglich aus Holz. Noch im 2. Jahrhundert nach Christus sah Pausanias die letzten Holzsäulen. Die Aussparungen in den Säulen, dort waren Mädchenfiguren angebracht. An dieser Stelle wird seit 1936 das Olympische Feuer entzündet.
Vor uns sehen wir jetzt das Philippeion, das von Vater Alexander des Großen errichtet wurde, zu einer Zeit, als die Herrscher vergöttlicht wurden. Beim Pytraneion. Hier sehen wir noch mal ein Modell, das von Kaiser Wilhelm II. 1931 gestiftet wurde, anlässlich der deutschen Ausgrabungen von Olympia. Hier nochmal das Leonideion, den Zeus-Tempel und den Hera-Tempel, das Philippeion. Hier die Schatzhäuser und den Hera-Tempel. Der Zeus-Tempel nochmal. Hier sehen wir den Fries auf der Westseite des Zeus-Tempels. Apollon in der Mitte. Theseus bekämpft den Minotaurus. Apollon. Die Ostseite des Zeus-Tempels. Herkules misste den Stall des Augeas aus, mit Hilfe der Göttin Athene. Herkules kämpft mit dem kretischen Stier. Die Statue des Kaisers Claudius ist am besten erhalten. Claudius war der Onkel von Kaiser Nero. Kaiser Claudius und Titus. Standbild des Kaiser Hadrians 117 bis 138 nach Christus. Auf dem Brustpanzer sind zwei Niken abgebildet und die Göttin Athena mit ihren Symbolen, die Schlange und die Eule. Sie steht auf einer Wölfin, die Romulus und Remulus zeugt. Hier sehen wir den Hermes von Praxiteles, 340 bis 330 vor Christus. Die Nike von Panionios stand einst vor dem Zeus-Altar. Zeus entführt Ganymed als Mundschenk zu den Göttern. Der Hahn ist ein Zeichen der Unsterblichkeit. An dem Gesicht Zeus erkennt man, dass die Statuen ursprünglich bemalt waren. Der Hahn war auch das Symbol der Liebe. Aufsätze von Gefäßen. Mit diesem Bild der Nike vom Zeus-Tempel verabschieden wir uns vom neuen Museum in Olympia. Die Sonne geht unter in Olympia. Auch ein Urlaubstag geht vorbei. Heute ist der 21.05. Heute Morgen sind wir von Olympia losgefahren, haben 20 Kilometer vor Patras einen schönen Campingplatz und sind nun, weil wir
schon morgen nach Deutschland zurückfahren wollen, nach Patras zum Fährhafen gefahren und suchen jetzt die Minoenlein. Hier haben wir die Minoenlein gefunden, aber in Wirklichkeit suchen wir natürlich die Blue Star Ferry, sagt Thomas. Von unserem Campingplatz bei Patras. Mit einem schönen guten Essen beenden wir unseren letzten Urlaubstag. Schöner Wein und griechischer Salat. Ein schöner Urlaub geht zu Ende. Heute fahren wir aufs Schiff und morgen schon sind wir in Italien, übermorgen daheim. Vor der Abfahrt aus Patras haben wir noch etwas Zeit und wir nutzen diese Zeit, um einen kleinen Stadtbummel zu machen. Hier sind wir die Fußgängerzone entlang gelaufen und befinden uns jetzt auf einer Treppe, von der wir eine wunderschöne Aussicht haben. Pünktlich um 14.30 Uhr verlassen wir Patras. Es ist jetzt 5 Minuten vor 7, Camping an Bord. Wir machen Frühstück. Pünktlich um 10.15 Uhr sind wir in Ancona.